Die Implantation einer irisfixierten Phaken-IOL ist eine interessante chirurgische Möglichkeit zur Korrektur von Myopie, Hyperopie und Astigmatismus. Für die Implantation der rigiden PMMA-Modelle ist das Anlegen eines 5,2 bis 6,2 mm breiten Tunnels erforderlich. Alle derzeit verfügbaren Fasspinzetten, einschließlich der klassischen Fasspinzette und endgreifender Pinzetten, erweitern diese Inzision, was den Abfluss von Viskoelastikum aus der Vorderkammer nach sich zieht. Ein ungewollter Kontakt der IOL oder der verwendeten Instrumente mit dem Hornhautendothel ist möglich. Die Visualisierung wird durch eine korneale Faltenbildung schlechter, was besonders bei der notwendigerweise präzisen Enklavation hinderlich ist. Die intraoperativen Sicherheitsaspekte im Zusammenhang mit dieser Linsentechnologie standen in letzter Zeit zunehmend im Mittelpunkt des Interesses. Um die intraoperative Sicherheit zu erhöhen, wurde die sogenannte Sandwich-Technik entwickelt, mit dem Ziel, eine tiefe, stabile Vorderkammer zu erreichen, auch bei hyperopen Augen in Lokalanästhesie. Bei der Sandwich-Technik wird initial ein mittelvisköses Viskoelastikum, wie zum Beispiel Hylon, in die Vorderkammer injiziert. Idealerweise erfolgt die Injektion zuerst in den der Parazenthese gegenüberliegenden Kammerwinkelbereich, um eine homogene Verteilung des Viskoelastikums in der Vorderkammer zu erreichen. Nach Einführen und Rotieren der IOL in die Implantationsachse wird ein hochvisköses Viskoelastikum, wie zum Beispiel Hylon GV oder Hylon 5, auf die Optik der IOL appliziert. Dieses hochvisköse Viskoelastikum ist oben und unten vollständig umgeben von mittelviskösem Viskoelastikum. Aufgrund der hohen raumtaktischen Effektivität schafft es einen sicheren Abstand des Implantats zum Endothel und bewegt die IOL etwas dichter an die Iris für die nachfolgende Enklavation. Dies ist besonders für die Enklavation mittels Pinzette von Vorteil. In der vorliegenden Situation, bei der Implantation mittels endgreifender Pinzette, wurde das hochvisköse Viskoelastikum zu Anschauungszwecken angefärbt. Die Vorderkammer bleibt konstant tief, ein Austritt von Viskoelastikum bleibt fast vollständig aus. Im Vergleich zu einem temporären Nahtverschluss des Tunnels zur Vermeidung von Viskoelastikumabfluss bietet die Sandwich-Technik diverse Vorteile, so beispielsweise den größeren Freiheitsgrad der Implantpinzette im Tunnel. Bei der hier vorgenommenen Re-Enklavation bietet die Sandwich-Technik eine stabile Vorderkammer trotz vermehrter Manipulationen. Eine alleinige Deponierung von hochviskösem Viskoelastikum ausschließlich innerhalb der inneren Wundlippe ist nicht zu empfehlen, da in einigen Fällen dann das Viskoelastikum quasi als Bolus abfloss und eine plötzliche Vorderkammerabflachung auftreten kann. Am Operationsende wird das Viskoelastikum ausschließlich durch Irrigation mittels BSS über und unter der IOL vollständig herausgespült. Eine aktive Aspiration ist nicht erforderlich. Der Augeninnendruck lag am ersten Tag postoperativ bei allen Augen unter 25 mm Hg. Selbst bei der Implantation mittels Pinzette für die Implantation von rigiden IOL für die Kataraktoperation kommt es zu einem vergleichsweise geringen Viskoelastikumabfluss.
Eine Enklavation unter mittelviskösem Viskoelastikum wäre unter diesen Umständen nicht möglich. Durch den Einsatz der Sandwich-Technik bei der Implantation der irisfixierten Faken IOL in über 150 Augen blieb eine intraoperative Vorderkammerabflachung aus. Die Sandwich-Technik ist einfach einzusetzen, erleichtert die Implantation und macht sie sicherer, was uns hilft, unserem ultimativen Ziel näher zu kommen. Völlige Patientenzufriedenheit.